In Grosstieto ist man schon immer schneller gewesen als die anderen. Da findet der 1. April bereits am 31. März statt. Wieso da der Tiertransporter von Hans-Peter Steffen vom Brisek Zau hinter sich den Bachweg draufkommt, das hat eine ganz besondere Bewandtnis. Nicht nur sie werden überrascht sein, sondern auch er. Kurz nach der 6. Am Bachweg 7 ist derweil der Alfred Link zusammen mit seiner Frau und der Tochter gemütlich am Znacht. Der Tiertransporter und die Kamera von Telenapf bleiben nicht unbemerkt. Da hat ein Foto. Da ist eine Kamera. Gehen wir mal schauen. Schau mal, was ist das? Das nimmt mich jetzt Wunder. Da läutet es auch schon. Was ist jetzt? Komm, ich komm mit dir. Jetzt geh ich auf du. Jetzt geh ich auf du. Was ist das? Du hast zwei. Komm mit oben rein. Nein, musst du schauen. Jetzt musst du schauen. Geh jetzt schauen. Das ist wahr, komm schon. Jetzt musst du gehen. Stell dich da an. Was ist die rausgelassen? Die Wege raus hier? Ja, wir haben uns ja auch wie Garage hier. Garage? Ja, ja. Das ist ja ein guter Tierli. Aber der hat das ein Junge, gell? Ja, 2 Jahre. Das ist 2 Jahre. Was ist denn mit dem? Dass heute Abend etwas Spezielles stattfindet, hat die Tochter Ella eingefädelt. Ihre Schwester Heidi hat mitgeholfen. Ein Alfred, sein früherer Geschäft, Paul Knupp vom Baugeschäft, hat es gewusst. Genauso die beiden Kollegen, der Kappi und der Erwin Heberli. Nachbarn, Trud und der René Roth, waren eingeweiht und packen auch gerade tatkräftig mit an. Nur der Alfred hat nicht gewusst, wie ihm geschieht. Ja du, wie ist jetzt das gegangen? Ganz genau. Und so ist es gewesen. Der Alfred Link hat zum Spass seine charmante, ledige Tochter wollen gegen einen Wasserbüffel eintauschen und so unter die Haube bringen. Ey Büffel, normal 50 Kamel, Gottverdorie. Della hat sich sprichwörtlich nicht lassen, linken. Klammheimlich hat sie zusammen mit dem Zauer Büffelbauer Hampi Steffen ihren Vater mit 2 Rindviechern vor der Tür vor Tatsachen gestellt. Und so wird im Nu aus einem gespassen, lustiges Gartenfest. Mit fein geschnittenem Büffelfleisch von Hans-Peter Steffen, wer es auch gerne möchte, man kann es bei ihm im Hindenberg 1 in Zau kaufen. Feine Bratwürste vom Grill mit Bier und süffigen Anekdoten. Nein, die kann ich nicht erzählen. Doch, mir kann es erzählen. Della sagt's. Also, das ist mein Baba. Ja. Der Link Fredo. Ich hoffe es. Er ist nicht einmal dem ganz sicher, he? Hört ihr gerade selber. Ja, am Ostersonntag bin ich auch heimgegangen. Besuch machen, wie immer, etwa nach der Ostern. Ist das noch normal, oder wie ist das?
Und dann nimmt er mich hoch und hat gesagt, ob ich schon etwas gehört habe vom Hampi Steffen. Er hat schon geschaut, dass ich da zu einem rechten Bauer komme, da zu zählen. Und ich, wie, was? Du kennst ja den nicht. Ja, ich habe ihn getroffen. Er hat Hühnermist geführt, das Preiseck an der Tankstelle. Ich habe gedacht, an dem Mist könnte es nicht noch sein. Und am Vati, den du gezeigt hast auf dem Facebook. Am gleichen Geschmack, den du aber hast. Ja, und dann hat er eben gesagt, er hat ihm dann gesagt, ja, du, die hast eine Bauerntochter, die musst du nehmen, die kann kälbern, die kann färlen, du, die rüstet da und melkt auch noch gerade, gell? Ja, und dann hat er einfach gesagt, was rüstest du echt alles an? Und ich dachte, du bist auch noch geile Sieche in deinem Alter, ja. Ja, und dann, Ella, hör auf. Das hast du gesagt? Ja, richtig. Ja, dann habe ich dann auch Angst bekommen, ich wollte doch nicht, dass er meinem Kollegen im Hampi wehtut, oder? Wir kennen ihn ja. Ich bin auch heimgerochelt und habe Hampi angerufen und habe gesagt, Hampi, Entschuldigung, gell? Er ist 81, hat nichts mit Demenz zu tun, das war schon immer so. Aber glaube mal nicht alles, gell? Der Hampi, ich kenne deinen Vater nicht. Ich habe den noch nie gesehen. Ja, und dann hat er mich heute hochgenommen und auch Tag hochgenommen. Und dann habe ich gedacht, warte nur, Vater, den Wasserbüffel kommst du schon noch über. Ja, so war das. Und heute hat er ja noch gesagt, was hat er gesagt? Ah ja, wenn der Hampi und ich zusammen singen und das Heidi dabei sind, das Heidi hat das heute auch gehört. Dann wäre ich ganz komisch, ich hätte da glaube ich eine rasse Schwester, hätte der Hampi gemeint. Dann wäre ich aber nicht so schmusen mit dem, wenn er dabei ist. Und das stimmt. Das weiss ich auch nicht. Er weiss aber nicht, er ist ein armer Sieg. Er weiss gar nicht. Was sagst du da dazu, Vater? Kein Kommentar. Jetzt kannst du dich noch wehren. Das kommt nicht gut raus. Aber du weißt ja auch, den Wasserbüffel hast du jetzt bekommen, aber das Hochzeug kostet dir gerade noch ein bisschen Geld. Zwei. Ja, ja. Musst du dich eben gut verkaufen, dass du kannst zahlen. Verkaufen da die Büffel wieder. Hoffentlich hängt er das. Sehr halb. Ein halber ist noch ein Teller. Oder und dazu kommt es immer, der Vater hat einfach das Flair. Ich glaube, das kann jeder hier am Tisch bezeugen. Dass er einfach sich zum Hobby gemacht hat, andere ein bisschen zu versäckeln. Er macht es ja schön. Es sind ja immer lustige Geschichten. Viele können lachen. Scheidung hat es bei meinem Haar schon fast gegeben, aber noch nicht wegen dem Slip da, den er überall verstreut. Aber ich glaube, er ist ein guter Mann. Ja, ja. Ich habe jetzt auch mal Freude, habe ich mit 47 noch einen gefunden und das mit der Hilfe vom Vater. Ja, den von den Böffeln. Nein, ich sage es sicher. Aber gell, auch du kannst doch auch manche Geschichten erzählen von diesem Bursch da. Von Fredo? Ja. Herrlich. Herrlich, gell? Ein herrlicher Mann. Der Kappi und der Heberli, sie haben noch eine Geschichte vom Fredo. Also, wie viele Jahre ist das? Etwa 10 Jahre. Nein, das ist viel länger. Viel länger. Fredo, wie lange ist das? Das ist länger. Ja, das ist das Fulenbach, kommt dann an den Bock. Der Reber war noch ledig und der hat schon 20-jährige Kinder. Also, dort haben wir in einem guten Bein gegessen und so ein halbwild unsere Wirtochter ist der. Dort haben wir wunderbare Kaffee gemacht. Und da habe ich auch von diesen Kaffee erzählt, hier in den Arbeitskollegen und alles. Und dann haben wir gesagt, wir wollen einmal dort oben am Abend den Kaffee testen, oder? Ja. Und wie ist es nachher? Nein, jetzt sind wir zu ihrer Egos-Kaffee nehmen. Ah ja, ja, nachher am Feierabend. Ja. Am Feierabend, nachher haben wir auch den ja, relativ... Den ganzen Kühlschrank ausgeräumt. Den ganzen Kühlschrank haben wir auch noch geräumt, ja. Und da, wo wir uns verabschieden konnten, hat die noch Wäsche aufgehängt an den Lauben oben. Ja, genau. Und der Fredo natürlich, der Wäsche, kann er nicht mehr zurückgehen, gell? Nein, das war ganz genau so. Oh, dort hat doch einer die Tanga runtergenommen und die Fredo ins Handschuhfach. Nein. Ja, er hat die Fässchen noch unter mir im Auto liegen lassen. Ich habe es nicht gewusst, oder? Aha. Und noch einer gesehen ist das. Er denkt, du, rausgehebt, du, dir will ich jetzt. Und habe ich dir einmal genommen. Und ich im Auto Handschuhfach in seinem Aussehen sieht. Noch einer niemand mehr gewusst. Ja, es ist lange nicht gegangen. Und dann kommt er und sagt, du, seine Tochter Tella hat das Auto gebraucht und ist in Kontrolle. Du siehst, sagst,
Polizist sagt, schau da, Toni, schau mal, was für ein Genau so, oder? Ja, so ist es. Aber ich weiss heute noch nicht, ob die Geschichte wahr ist wegen dem Ausweis. Da müssen wir den Janet noch einmal fragen. Und der Liebe aber auch noch, oder? Ja, so nebenbei. Dank dem Fredu jetzt und früher haben es alle lustig gehabt. Obwohl der Link manchmal die Leute linken, er hat das Herz doch auf dem rechten Fleck und er weiss, mit Herzlichkeit gelingt es. Schatz, zum Wohl! Zum Wohl zusammen! Zum Wohl! Merci für die Würstchen! Wein und zum Wohl! Danke! Zum Wohl zusammen! Brunfatter! Heidi, komm! Brunfatter!